Der Wiesenchampignon, eine Vorlesung aus Wikipedia. Der Wiesenchampignon, auch unter dem Namen Feld- oder Wiesenegerling bekannt, ist ein Blätterpilz aus der Familie der Champignons-Verwandten. Die Art umfasst zahlreiche, teils schwer unterscheidbare Varietäten und kann leicht mit anderen Gattungsvertretern verwechselt werden. Der Wiesenchampignon wurde von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie zum Pilz des Jahres 2018 ernannt. Merkmale: Der 5 bis 10 cm breite Hut ist jung, halbkugelig, bald konvex gewölbt, geformt und häufig mittig abgeflacht. Die Farbe ist weiß bis grau-weißlich. Mit zunehmendem Alter weist der Hut von der Mitte aus beginnend bräunliche, flach anliegende Schuppen auf. Die Lamellen auf der Hutunterseite sind bereits früh satt fleischrosa und zuletzt durch das dunkelbraune Sporenpulver schokoladenbraun gefärbt. Der 1 bis 2 cm dicke, kompakte Stiel ist 4 bis 7 cm lang und wird selten größer als der Hutdurchmesser. Er ist weiß gefärbt und bisweilen an der Basis ockergelblich getönt. Nach dem Aufschirmen des Huts bleibt am Stiel ein hängender, vergänglicher Ring zurück. Das Fleisch ist weiß, bleibt auf Druck unverändert, riecht und schmeckt unspezifisch. Artabgrenzung. Zum Verwechseln ähnlich sieht der giftige Carbol-Champignon aus, der jedoch in der Stielbasis ein leuchtend chromgelbes Fleisch besitzt und unangenehm nach Carbol riecht. Weitere Doppelgänger sind der tödlich giftige kegelhütige Knollenblätterpilz und der Frühlingsknollenblätterpilz, deren Lamellen aber stets weiß sind und deren unteres Stielende in einer sackartigen Hülle steckt. Ökologie und Phänologie. Der Wiesenchampignon wächst vorwiegend auf mäßig gedüngten Wiesen, Weiden und Pferdekoppeln, aber auch in Gärten, Parks, Grünanlagen sowie Feldreihen und leerstehenden Äckern kommt er vor. Bisweilen trifft man ihn auch auf nährstoffarmen Magerrasen oder Wacholderheiden an. Dort meist an Stellen mit erhöhtem Stickstoffeintrag, wie zum Beispiel entlang von Trampelpfaden oder bei abgelagerten Grasschnitt. Bisweilen kann er auch an grasigen Plätzen in Laubwäldern, deren Rändern und auf Lichtungen gefunden werden. Der Pilz hat eine Vorliebe für basische, neutrale Böden. Seltener besiedelt er auch saure Habitate. Die wärmeliebende Art fruktifiziert in Mitteleuropa ab Juli nach ausgiebigen Regenfällen und tritt dann meist in größeren Mengen auf. Sehr oft wächst er in Hexenringen oder verstreuten Gruppen. Verbreitung. Der Wiesenchampignon ist in Australien, auf den Hawaii-Inseln, in Nordamerika, Mexiko, USA, Kanada, Grönland, in größeren Teilen Asiens, in Nordafrika, einschließlich der Kanarischen Inseln und in Europa verbreitet. In Europa kommt er vom Mittelmeergebiet bis nach Skandinavien und Island vor. In Deutschland ist die Art weit verbreitet, nimmt aber besonders durch Überdüngung ihrer Standorte ab. Wirtschaftliche Bedeutung. Der Wiesenchampignon ist ein beliebter Speisepilz. 2018 wurden laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO weltweit etwa 9 Millionen Tonnen Champignons geerntet. Deutschland produziert 73.231 Tonnen, die Schweiz 7.578 Tonnen und Österreich 1.900 Tonnen. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die 5 größten Produzenten von Champignons weltweit, die insgesamt 87% der Erntemenge produzieren. Auf dem ersten Platz die Volksrepublik China mit 6.664.606 Tonnen,
dann gefolgt von den Vereinigten Staaten mit 416.050 Tonnen, die Niederlande mit 300.000 Tonnen, Polen mit 280.232 Tonnen und Spanien mit 166.250 Tonnen. In der Beschreibung verlinke ich euch den Wikipedia-Artikel, wo ihr Quellennachweise, Literatur, Weblinks und Einzelnachweise finden könnt.